Was? Wie bitte? Verwandte Seele? Das kenne ich ja noch gar nicht. Eine Sekunde. Ich dachte mir, ich hole gerade mal den Schlafbuff nach. Und jetzt bekomme ich hier verwandte Seele, weil sie mit am Start ist, ne? Wusste ich gar nicht, dass man dann trotzdem was bekommt. Was Separates, also über gut ausgeruht hinaus. Wie geht's? Verwandte Seele. Naja, immerhin. Plus 5% EP, aber was machen wir als nächstes? Gibt es ein öffentliches Event? Nein, na gut, dann wollen wir Roboter töten. Und zwar unsere allerliebsten Roboter, direkt vor unserer Herkunftswald. Floppdiwopp. Mit Kloppy im Anschlag. Oh, was haben wir denn verkauft? 2 Kreidetafeln, warum denn 2? Krass. Ich habe vorhin auch ganz viel Kohle beim Bauen bekommen. Mittlerweile haben wir wieder 20.000. Ich habe das Spiel heute gestartet mit 11.000 Kronkorken. Das wird ja immer besser. Okay, Befreier. Mach sie alle platt. Und dann rüber zum landwirtschaftlichen Institut von Voltec, höchstwahrscheinlich. Das ist ja hier der Dachverband für alles. Ich denke, wir können, ne? Schnellreise-Loadout und einmal bitte hier rüber. Ich würde ja Sniper-Rino-Action machen, aber ich habe keine Munition mehr für bunter Hebel Gustav. Das sollten wir auch schleunigst mal nachholen. Na komm schon. Ach ja, Kampfsperre, ne? Wo war die nochmal? Eine Sekunde. Raus hier. Waffenrad. Nein, danke. Kampfsperre. Floppdiwopp. Nur explodier schon, du Hund. Ich kann ja richtig... Richtig lästig hier sein. Übel. Na, 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 na. Schön hier vor mir bleiben. Wir haben's, ne? Wir könnten los. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir das Event doch noch mit. Dafür müssen wir nur ans Terminal in dem Gebäude da. Yay! Hier explodiert einer gleich. Weg hier. Katsching. Verzögerter Tod. Verzögerte Deaktivierung. Gut. Wo können wir hier rein? Hier oben, ne? Unter anderem. Wir müssen nur ans Terminal. Und zwar, was? Achso, wir müssen noch die Aufseher erledigen. Mein Fehler! Hätten wir das nicht vorher machen können? Ich meine jetzt den Knopf drücken am Terminal. Wahrscheinlich nicht. So, wo ist denn jetzt hier bitte der letzte Aufseher? Aber nun dürfen wir endlich den Knopf drücken. Oder müssen wir wirklich, naja, 3 Stück müssen wir erledigen. Jetzt müssten alle tot sein. Hallo, Counter, würdest du mal bitte schalten? Dies ist eine automatische Nachricht. Und jetzt rein in die gute Stube. Kommen wir zufällig? Nein. Ah, ungünstig. Wo ist die Tür? Ja, weiß ich doch. Unten den Knopf drücken am Terminal. Wir alle lieben Terminals. Geh weg. Weg, 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 weg. Runter, runter, runter. Treppe nach unten. Wo ist hier eigentlich die schnellste Treppe nach unten? Ja, sehr gut. Fallout 76 macht es uns mal wieder sehr spannend. Die Muni nicht vergessen. Das sind wichtige Fusionszellen. Totale Konzentration. Um die Lichtstimmung hier einfach mal so ein halbes Horrorszenario draus macht, finde ich. Dieses Spiel sieht echt gut aus. Also mir gefällt es. Sicherlich, da gibt es Spiele, die technisch viel hochwertiger aussehen. Aber der Style, ne? Der Style ist es doch. Das ist Fallout durch und durch. Also zumindest der Post-Bethesda-Ära. Ich glaube, ich muss woanders hin. Ganz woanders. Folgen wir den Robotern. Ja, das sollte ich mir mal einprägen. Hier bin ich öfters. Das sind leicht verdiente EP. Ach, guck mal. Und jetzt hier runter, das ist die Lösung. Noch ein runter, ne? Das Treppenhaus, natürlich. Jetzt auch noch ein paar Ghule.
haben wir schon alle erledigt, die wir heute erledigen sollten. Und Knöpfchen drücken, ne, Terminal? Würdest du uns die Ehre erweisen? Was soll ich? Oh, warte, nein! Meine ganzen schönen Buffs einfach weg. Ist das nicht traurig? Und ich glaube, mein Schrott auch. Und meine Waffe ist auch gleich im Eimer. Was für ein Schlamassel. Verbessert natürlich. Kloppy hat nur das Beste verdient. Ach, guck mal, wir müssen Waffen reparieren heute. Dann machen wir das. Hier könnten wir auch ein verbessertes raufzimmern. Haben wir noch irgendwas zum Reparieren? Ich nehme auch irgendwas, was wir gar nicht wirklich verwenden würden und repariere das ein bisschen mit einem kleinen Paketchen. Mit einem kleinen Reparaturpaketchen. Ist das Ding fast im Eimer? Geht da ein einfaches? Ja! Aber es hat nicht gezählt. Was? Wir haben es nicht wirklich repariert. Vielleicht hier bei der Rüstung. Na ja, das muss ganz dringend repariert werden. Und zwar verbessert. Score, score, score. So ein bisschen warm machen. Die Season geht bald los. In genau 5 Tagen, glaube ich, wenn dieses Video erscheint. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Zurück zum Treppenhaus. Ich kann jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht, Mensch. Ich muss das Knöpfchen drücken. Und meinen Schrott einsammeln. Meinen wichtigen, wichtigen Schrott. Ist er noch hier? Der Halunke? Bestimmt, ne? Rache ist Blutwurst. Bin ich im richtigen Loadout? Naja, so halb. Diesmal wirst du uns nicht überraschen. Ach, hier sind noch mehr. Das wäre wieder schief gegangen. Es musste so kommen. Aber jetzt haben wir alles. Ich kann euch nicht looten. Ich sehe euch nicht hier im Wasser. Doch, dich so ein bisschen. Aber deine Silbergabel kannst du behalten. Giftiges Wasser. Zum Bloody machen. Wie viel haben wir noch? Wie viel? 11. Okay, wir stocken mal so ein bisschen auf. Aber nur ein bisschen. Jupp, 22. Ist eine schöne runde Zahl. Knöpfchen. Zielparameter ändern. Ganz schnell. Wo steht das hier? Da, ganz unten. Merken wir uns. Abgeschlossen. Event. Abgeschlossen sogar. Scorepunkte und so. Und dann habe ich doch gerade da Uranrausch gesehen. Aber ohne Rüstung. Da verstrahlen wir doch hart. Das sollten wir nicht machen. Lieber in der Rüstung. Wir haben gerade so einen schönen Energiestand. Wir sind bald wieder bloody. Ja, sehr gut. Das sehe ich jetzt erst. Da hinten steht Caution drauf. Finde ich schick. Ist eine schicke neue Powerrüstung. Aber wie dem auch sei, voller Fokus auf das Event. Uranrausch. Verbrannte Erde ist durch, ne? Nee, da wird noch gekämpft. Oh nein. Schnellweise Loadout. Immer noch überfüllt. Was? Wo ist denn das Problem? Ich glaube, ich habe noch jede Menge Erze. Oder? Ganz viele Erze. Ja. Ja. Sollten wir mal ablegen. Demnächst kommen wir trotzdem irgendwie noch geschummelt in die Zone. Mit Hilfe eines Tragekapazitätsboosters vielleicht. Ja, aber gerade so. Kloppy Loadout. Und nun. Nein, verbrannte Erde, ja. Also Kloppy Loadout sind wir überladen. Ja. In welchem nicht? Ach, im Reiseloadout auch. Sind wir auch überladen? Mann, ich muss ganz viel Wasser trinken jetzt. Ich habe jetzt keine Zeit für solche Kleinigkeiten hier. Ich habe wirklich keine Zeit dafür. So. Zumindest in die Zone. Wenn wir da drin überladen sind, ist mir das herzlich egal. Wir wollen hier noch ein paar Staatsanleihen easy abgreifen. Na klar. Wir sehen uns in 10. Na, habt ihr uns noch was übrig gelassen? Da ist sie. Die Mutti. Ultrazit-Laser-Gedöns. Ich glaube, das Teilchen, also nur ein Test, haben wir noch nie mit Ultrazit-Verschluss an der Mutti ausprobiert. An der Brandbestien-Mutti. Oh. Also unten rechts wird mir gerade nicht das Überladensymbol angezeigt. Aber ich kann nicht rennen.
weil ich überladen bin. Das Symbol fehlt heute. Vielleicht sind es zu viele Symbole. Motti! Motti! Oh, haut schön rein, ne? Muss es ja, ist ja jetzt Ultra Ziel. Extra Schaden gegen die Mutti. Schön Kerne verballern. Damit können wir uns auch Tragekapazität wieder zurückerarbeiten. Ach, da ist das Symbol. Na, na, na. Oh, guck mal, sie ist wieder glitchy. Das ist ein gutes Zeichen. Auf der Kopf, Mensch. Auf der Kopf. Ach, das ist so ein schönes Event mit der Mutti. Ist ein toller Gegner. Ach so, nachladen. Wäre nicht schlecht. Spritze, Spritze. Wer knabbert mich hier an? Na, hast du Gedöns dabei? Frosch. Hast du Gedöns dabei? Alles ist voll hier. Ja, die Mr. Fuzzy verbrennen. Das passt hier gerade so gut rein. Spritze. Oh Gott, Spritze, bitte. Bitte, bitte, bitte. Nicht nochmal tot umfallen hier. Sehr ungünstig wäre das. Motti, Motti, Motti. Ist gut jetzt, ist gut. Gib alles. Immer schön gezielt und vielleicht auch mal im Wetz. Spritze, Spritze, springen. Nein, nein. Oh. Wer knabbert mich hier an? Wer hat mich ja schon wieder angeknabbert? Ach, du bist es. Ein Glück bist du auch verbrannt. Extra Schaden auch gegen dich, mein Freund. Motti! Spritze. Oh, die haut heute gut rein. Spritze. Na, sag mal, wirst du meine Spritze hier nehmen? Nein. Du bleibst hier, kein Entkommen. Oh, überall verbrannt. Das sieht aber so lustig aus, wenn ihr die Fuzzies rumrennt. Ist das Legendary gewesen gerade eben? Ist das möglich? Oh ja, was denn hier? King Kong oder wie? Jetzt bleibt das Spiel auch noch hängen, ne? Ja? Oh nein, jetzt haben wir das Finale der Mutti verpasst. Aber ich bin wieder auf der gleichen Karte gelandet, weil ich in einem Team war. In einem Einzelteam. Kriege ich trotzdem Loot? Ja, ich krieg trotzdem Loot. Aber keinen legendären. Keine Staatsanleihen. Für mich. Gut, müssen wir jetzt akzeptieren. Da liegt noch ein bisschen Kram. Ich guck mal rein. Ist aber Schönes mit dabei. Naja, das Herzchen. Und jetzt ist die Zone alle, oder wie? Gut. Dann würde ich sagen, weiter im Text. Wir gucken mal, was wir gerade so zerlegen können. Oder vielleicht habe ich den Kram einfach so gekriegt. Beim Login oder so. Ich hatte ja ordentlich drauf geballert gehabt. Bei Schrott würden wir das sehen. Ne? Wir bekommen noch immer Fluxe. Nee, haben wir nicht bekommen. Schade. Schade, Tomate. Kann ich zumindest jetzt im Kloppy-Loadout noch rennen? Das geht noch. Auf Kloppy ist Verlass, aber wir wollten ja sowieso wieder zum Dongle zurückwechseln, weil wir so ein schönes Skinchen für den Dongle bekommen haben. Impro-Revolver kann weg, Rüstung. Ja, das auch weg. Aber wir müssen weg hier. Und zwar rückwärts, in die Richtung, bis es wieder heller wird. Ist doch richtig, ne? Ja, ist richtig. Er strahlt nicht mehr. Schön. Wollen wir uns den Dongle abholen? Mit dem Patrioten-Skin? Ja, wollen wir machen. Aber erst nach Uranrausch. Ist das schon einer? Ja, einer. Da muss er ganz kurz warten. Ganz, ganz kurz. Wir beeilen uns auch. Der Dongle, er wartet schon auf uns. Waffenkiste. Ich muss mich auch noch daran gewöhnen, dass meine Waffenkiste oder meine Stashbox nicht mehr hier steht, sondern hier links immer schön. Also, Kloppy weg. Und stattdessen packen wir ein. Oh, sehe ich jetzt erst. Sollten wir auch in Scheine umwandeln. Tragekapazitäten und so. Der Dongle.
Dafür brauchen wir 45er Ultra-Zitmoni. Machen wir gleich. Aber erst legen wir den Dongle auf die 3. Und dann gucken wir nochmal ganz kurz. Ich glaube, der Dongle hatte doch Explomoni. Ja, nein, vielleicht. Erhöhter Schaden, höhere Feuerrate, Wahrnehmung, nein. Keine Explomoni. 3. Dann brauchen wir auch hier nicht den Abrissexperten legen. Okay, nächste Waffenbank bitte. Nachdem wir hier unsere Scheine umgewandelt, unsere Waffen umgewandelt haben in Scheine. Dann weg. Dann definitiv weg. Aussteigen aus der Rüstung bitte. Ja, lass dir Zeit. Und nach hinten geflitzt. 8. Bastel-Loadout. Hatten wir noch Kram? Irgendwas anderes? Modifizieren und reparieren. Der Dongle. Stopp. Der Dongle, habe ich gesagt. Und hier haben wir uns jetzt die Patriotenlackierung auf. Urteil ist natürlich auch nicht verkehrt. Aber das sieht cooler aus. Finde ich. Wobei, ich dachte, wir würden auch einen farbigen Schalldämpfer bekommen. Ich guck mal kurz, wie das aus der Ego-Perspektive aussieht. Ansonsten Urteillackierung. Oder erst die eine und dann die andere. Wir würden ja gut sichtbare rote Decals auch reichen aus der Ego-Perspektive. Zeig mal. Ja, das Zielding, ne? Sieht schön rot aus. Und wenn wir nachladen, haben wir ein bisschen was von unserem blauen Magazin. Aber wir brauchen auch noch Munition. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass wir die 556er zumindest für eine Weile ablegen können. Zack, rüber in die Kiste. Ganz viel 45er Ultra-Zieg-Muni. Ich bin im richtigen Loadout. Lieber Double-Checken. Ultra-Zieg-Muni bitte. Ja. Eieieiei, was fehlt denn? Blei, okay. Das kriegen wir hin. Was wird uns denn als nächstes ausgehen? Ich glaube Ultrazit, ne? Oder die Fluxe. Die Fluxe. Reines kobaltfarbenes Flux. Wir können vier Runden 45er Ultrazit-Muni herstellen. Das bedeutet, wir brauchen 4x6 Blei. Das sind 24. 4 haben wir schon. 20 Blei, bitte. 20 Blei von der Laborstation. 20 Schmelzen. Haben wir noch anderen Kram zum Einschmelzen? Nein. 20. Also mal 4. 1, 2, 3, 4. Danke. Und jetzt fällt es mir gerade ein. Erze ablegen. Na, ablegen, Schrot, sortieren lassen nach Gewicht, müsste jetzt ganz oben sein. Quatsch, diverses natürlich, wo bin ich schon wieder mit meinen Gedanken? Sortieren lassen nach Gewicht, das kann weg. Und Schießpulver, ja, das brauchen wir sowieso noch für Muni, wieder zurück. Auf normale Sortierung auch bei Schrott, alles im grünen Bereich. Wir gehen wieder ins Herstellungs-Loadout und stellen viermal Ultrazit 45er Munition her. Zack, viermal. Ist richtig, ne? Ja. Kurz warten, damit auch die Munitionsfabrik wirken kann. Also ich bin hier noch nicht ganz zufrieden, muss ich sagen. Mit den Pflanzen noch nicht ganz. Einerseits finde ich es sehr cool, wie unsere Krüge hier eingerahmt werden von dem Farn oder was auch immer das ist. Andererseits, es sieht zu gleich aus. Wir werden uns noch was einfallen lassen. So, wie viel Muni haben wir denn jetzt bekommen? Wird es für eine Weile ausreichen? 900 Schuss, das ist nicht viel. Das ist alles andere als viel. Aber wir werden zurechtkommen. Verdammt, kobaltfarbenes Flux. Ist die Zone noch da? Naja, wir verschießen erstmal die Muni und dann gucken wir weiter. Doch schnell ganz kurz rein. In Uranrausch ohne Powerrüstung. Ihr habt mich überzeugt. Los geht's. Wir sind fast schon zu spät. Loadout haut hin. Hier, absolut.